Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Terraria. Von mir kurz vorab gesagt, falls irgendwelche anderen Sachen sich geändert haben sollte, wie Tonlautstärke oder Helligkeit des Videos oder so, das ist normal für euch, keine Angst, nichts ist kaputt gegangen bei euch. Und ja, willkommen wieder in Terraria. Ich weiß nicht, ob die Sounds passen, ich lasse die heute mal so für die Folge, ich gucke es mir dann an. Wenn es zu leise ist, erhöhe ich das, weil ich habe es, glaube ich, ein bisschen leiser gemacht. Mal gucken, wir gucken einfach mal. So, auf jeden Fall, ich weiß wirklich nicht, wo wir zuletzt genau standen, weil es war echt lange her. Und jetzt habe ich erstmal wieder Zeit, deswegen könnt ihr euch wieder auf ein paar Folgen Terraria freuen. Und ich habe ein paar Ziele erstmal zu machen, bevor wieder die längere Pause kommt. Als allererstes sehe ich hier oben, ja, die Blumen, die können wir wieder ernten. Die Tagesblümchen. Ich weiß nicht, ob die da schon super lang gammeln und wir sie ignoriert haben. Oder ich einfach nur dachte, ja, warten wir mal. Wir haben wieder 6. Okay, also, ich weiß, dass wir zuletzt ein Loch gebuddelt haben hier, weil wir das Kobalt-Shield upgraden wollten. Ins Obsidian-Schild. Das kann ich euch nochmal zeigen. Hier, wir wollen das Kobalt, das Obsidian-Schild. Genau, das wollen wir. Damit kriegen wir ein Abwehr extra. Und Immunität gegen Feuerblöcke, was das ist, ich glaube, ich habe es euch noch nicht erklärt, für den Fall, dass ihr checkt die letzten Folgen aus, ich glaube auch nicht. Falls ihr das Schnarchen hört, übrigens ist mein Hund im Hintergrund. Und ja, wir wollen den Obsidian-Schädel, bevor wir ganz unten in die Hölle gehen. Ich muss kurz was schauen. Die Map ist noch gleich okay, weil die hat sich ja einmal aktualisieren lassen. Genau das Gegenteil. Refreshen lassen. Deswegen gut, dass wir die jetzt noch haben, sonst wäre ich wieder verloren. Also, wir gehen auf jeden Fall nach da runter und suchen weiter. Wir haben noch keine Lava gefunden, was ein bisschen schade ist. Aber spätestens hier unten ist Lava. Ich würde sagen, wir gehen sofort weiter. Ja, wir haben das Hufeisen. Ich war hier wirklich lange nicht mehr, ja. Aber wir haben das Hufeisen, sehe ich. Und ich weiß, dass das Hufeisen folgendes Fallschaden wegmacht. Hebt Sturzschaden auf, genau. Haben wir zuletzt auf alles Abwehr 4 gehabt eigentlich? Echt? Ne, hier ist Abwehr 1. Abwehr 3. Okay, wir haben aber echt gute Sachen gehabt zuletzt. Also ich konnte mich zwar nicht dran erinnern, aber wir haben echt Gutes. So. Oh Gott, der Hund Maxim. Also Max, mein Hund, für die, die es nicht wissen. Ich will ihn halt jetzt auch noch nicht aufwecken, aber... Vielleicht hört er auch automatisch damit auf, mal gucken. Aber wenn es euch zu sehr stört, ich mache den noch weg. So, wir buddeln uns erstmal hier tiefer, weil wir wollen Obsidian größtenteils finden. Wir haben ja schon Full Hearts und alles. Das Obsidian-Schild hätte ich sehr gerne in dieser Folge. Wieso höre ich auf? Weil es eigentlich schon cool wäre zu haben, weil ich habe das eigentlich letzte Folge schon haben wollen. Hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt. Ja, also könnt ihr euch anschauen, trotzdem haben wir vieles gemacht. Da haben wir auch, glaube ich, das Schild selbst gefunden. Da könnt ihr auch sehen, wo man es findet und so. Naja, wie auch immer. Wir suchen erstmal weiter. Mit der Picke können wir die eigentlich upgraden? Ja, wir können die rein theoretisch upgraden. Ich weiß nicht, wie es bei Geld und so für uns aussieht. Ich war halt wirklich lange nicht mehr da. Ja, das müsst ihr mir wirklich glauben. Ich war echt lange nicht mehr in der Terraria-Map online. Ich weiß, wofür wir noch die Sachen haben und wo wir auch zuletzt bossemäßig und alles standen, ja. Aber... Trotzdem bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Naja, wie auch immer. Oh, das... Ist das Lava? Nee, ist kein Lava. Oh, man. Das ist eine Leuchtwurzel, aber... Wer die letzten Folgen von mir geguckt hat, daran erinnere ich mich noch. Leuchtwurzel, super wichtige Pflanze. Aber Fakt ist halt, jetzt brauchen wir die gerade nicht, deswegen scheißen wir auch drauf. Und wenn wir die brauchen, gehen wir eh automatisch den Gang runter. Ich kenne mich doch. Haben wir ja beim letzten Mal auch bei einem anderen gemacht. Diesen Gang brauchen wir eh irgendwann, deswegen... Ah, hier ist auch ein Heart Crystal, also ein Lebenskristall. Den können wir auch mitnehmen. Ja, so wie jeder weiß, brauchen wir diesen Gang sowieso. Das habe ich euch ja auch gesagt, ne? Habt ihr aufgepasst in den letzten Folgen? Ja. Den brauchen wir, weil wir sowieso irgendwann in die
Hölle müsste ganz unten. Hier ist Platin, aber mir fällt gerade nicht ein, wofür, deswegen lassen wir es. Weil ganz unten ist ein Boss und den wollen wir machen und dieser Gang wäre nicht schlecht, damit wir öfters hingehen können dann. Deswegen habe ich den auch bei uns gebaut. Ich glaube, ich habe das zwar schon mal gesagt, aber hey. Da ich nicht weiß, was ich gesagt habe, sage ich es nochmal. So, ich würde es gerne euch heller machen, bin ich ehrlich. Das ist wirklich sehr dunkel für euch. Und das gefällt mir nicht, weil wenn ihr nichts seht, mag ich das nicht. Ich kann ranzoomen. Das wird aber euch halt nicht wirklich was bringen. Es wird vor mir die Sicht schlechter machen. Ja, okay, so ist okay. So könnt ihr etwas erkennen. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als ob ihr viel erkennt, aber immerhin kann ich euch was zeigen. So. Na, wir bauen hier so diese Luftsaver hier. Gibt es nicht viel zu sagen und suchen halt nach Lava. Ich zoome jetzt mal kurz auch raus. Okay. Nur um zu schauen, ob man die findet. Weil, wenn ich sie halt so sehe, wäre es noch besser, wenn Lava macht eh Licht, dann könnt ihr da wieder was sehen. Und dann fahren wir die ab. Ja, ich will eigentlich nur atmen. Dankeschön. Und wir gehen auch direkt wieder tiefer. Ja. An sich können wir gerade auch nicht viel mehr machen, außer zu buddeln. Ich weiß selber nicht, was ich sagen soll. Also ich kann noch vielleicht so erzählen, woran ich mich erinnere. Hier sind noch Diamonds oder Saphir. Oder Amethyst halt komplett falsch. Aber ja. Also ich weiß, wir haben zuletzt das Kobaltschild geholt aus dem Dungeon unten. Das weiß ich. Das ist gut, dass wir das machen. Wir benutzen gerade die Grasklinge, das weiß ich auch noch. Haben das Murasama und das, die Blutklinge heißt das, glaube ich. Als Waffe, wir müssen noch eine Waffe holen. Das ist ein Feuerschwert, das weiß ich auch. Die ist unten in der Hölle. Das, oh mein Gott. Das befindet sich unten in der Hölle. Noch ein Grund, warum wir den Gang auch brauchen. Einfach weil unten das Feuerschwert ist, was wir brauchen als letztes, damit wir die Nachtklinge bauen können. Das ist auch ein Ziel, was wir haben. Wir haben actually viele Ziele. Oh, hier ist ein Haus. Let's go. Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, wir müssen es halt überschwemmen, aber es ist halt trotzdem gut, dass es da ist. Hier ist eine Leuchtwurzel, die nehmen wir mit, weil wir direkt da oben hängen. Direkt auch zwei Bäume. Ein Topaz und ein Amethystbaum. Ja, ich würde die einfach Baum sein lassen, weil ich brauche die nicht. Und ja, sehen eigentlich geil aus. Vielleicht erinnere ich mich hier dran. So, ich plündere gleich mit euch die Truhe. Alles gut. Okay. Und Speedschuhe brauchen wir leider nicht. Wir nehmen alles trotzdem mit. Einfach nur, damit wir es verkaufen können. Brauchen wir leider nicht, haben wir schon lange, lange Zeit, aber nehmen wir mit, weil ich glaube, die waren circa im Gold wert und die haben eh Inventarplatz. Deswegen nehmen wir die mit. Och, eine Qualle. Wie kommst du her? Auf Leuchtstäbe, Leuchtstäbe. Weißt du, wisst ihr, wie cool ist es? Jetzt kann ich euch auch. Jetzt kann ich euch auch mal was zeigen. Ich bin nämlich vielleicht ein kleines Kind. Aber Gott, was ist denn los mit meiner Nase? Naja, aber ich will euch auch mal was das labern. Aber das hat wirklich so ein Fitzelchen, das bringt uns nichts. Ich mache auch hier so ein Leuchtstäbchen, dann könnt ihr auch was sehen. Dann muss kurz ein Luftloch wieder bauen. So. Ja, atmen, atmen, perfekt. So, hier ist glaube ich mehr Lava, wir sind auch schon sehr nah dran eigentlich. Müsste auch demnächst schon. Wir können. Nein, ich habe aus Versehen den Bike aktiviert. Okay, es gibt noch eine Weile zu buddeln, aber wir sind schon weit gekommen, schon mal. Also, das ist nicht schlimm, bad. Diese Lava werde ich jetzt einfach Lava sein lassen. Ich sehe auf der Map schon mehr Lava kommen unten. Hier ist auch noch ein Topazbaum. Ich weiß, ihr könnt es nicht erkennen, aber das ist ein Topazbaum. Das kann ich sehr gut erkennen, das kann ich mir glauben. Und hier ist genug Lava unten dann. Folgendes, ich atme noch einmal, dann gehen wir da runter und bauen Obsidian ab. Wie viel wir brauchen, weiß ich nicht mehr leider und ich habe auch nicht nachgeguckt zuletzt und ich würde ungern wieder hochgehen und dann wieder runter. Auch wenn wir den Gang schon haben. Deswegen baue ich einfach wild auf los. Ich zoome auch ran, damit ihr was erkennen könnt. Und wenn Wasser mit Lava kombiniert, kommt Obsidian, so wie in Minecraft eigentlich, ja. Nichts Besonderes.
bauen hier, deswegen wir sind jetzt einfach ab. Ich glaube 20 brauchen wir, bin ich ehrlich. Ich baue jetzt auch so lange ab, bis ich sterbe, weil ich habe eh kaum Geld dabei. Und ich muss dann auch wieder hoch. Und ja, es wäre ärgerlich, wenn wir noch mehr brauchen, aber ich glaube ganz im Ernst, wir haben genug. Aber hey, wir fahren so viel es geht. Wenn wir so sind, sind wir oben. Und dann war es auch eigentlich mit dem Schädel. Schau mal, was wir brauchen. Komm, 50 AP noch. Und wir sind tot. Perfekt, ganzes Geld ist weg. Ist nicht schlimm. Wir können respawnen, damit wir dann oben sind. Wir hätten uns auch TP'en können oben. Ja, aber hey, das ändert mir nichts, dieses Grabstein. Das kann auch dort stehen. Dann sehen wir das mal. So. Dann, wir haben 80 Obsidian, das reicht safe aus. Gut, und wir haben kurz ein bisschen noch geschäftliche Sachen gefunden. Dann schauen wir uns, wo bauen wir uns, wo muss man sich den Obsidian-Schädel bauen? Hier, den brauchen wir. Schmelzofen. Das ist nicht so geil. Wieso ist das nicht geil? Ja, weil wir trotzdem immer noch zur Hölle müssen. Das heißt, wir haben noch kein Obsidian-Schild dran, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir... Okay, wir müssen trotzdem zur Hölle, weil wir eine Crafting-Station brauchen, die man nur dort finden kann. Ja, das ist prinzipiell jetzt nicht vielleicht das Geilste, aber... Ich kann das jetzt auch nicht ändern, deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Ne, haben wir alle Truhen voll? Das ist doch blöd. Ah, warte, die Ärzte kommen hier rein, okay. Verstehe. Trotzdem haben wir alles voll. Wir verkaufen nochmal bei dir, weil ich jetzt keinen Bock habe, den zu suchen, der wo es billiger verkauft. Ein Gold, 32 geht klar, den Bogen dran. Wir legen einfach alles weg. Irgendwann beschwere ich mich noch, dass ich nichts habe. Ich weiß, aber jetzt scheißen wir mal drauf. So. Das Geld, das legen wir in unsere Piggybank rein. Aber wir haben 41 Gold, jetzt haben wir 42. Ist schon ganz gut. Also wir müssen runtergehen, trotzdem. Wir gehen ins Slime, es geht schneller. Und müssen ganz runterkommen. Der Grund dafür ist eigentlich nur, dass ganz unten halt eine Crafting Station ist, die wir brauchen. Die brauchen wir sowieso öfters und später noch irgendwann mal. Deswegen wäre es nicht schlecht, die... schon mal zu haben dann. Die brauchen wir eh sehr oft und später kannst du auch gar nicht durchspielen. Daher ohne die, deswegen braucht man die eigentlich. Ja, sowas wie eine Crafting Table könnt ihr euch vorstellen. Vom Wert her. Deswegen buddeln wir jetzt einfach tiefer. Und schauen mal. Ich würde sehr gerne aber diesen Schmelzofen und den Kobalt-Shield heute noch fertig kriegen. Damit es abgehakt ist, das Thema, weil das zieht sich echt lange, schon viele Folgen. Und es wäre schön, wenn es auch bald fertig wäre eigentlich. Deswegen wäre es auch geil, wenn wir den finden. Den gibt es ganz oft, den Ofen eigentlich. Man muss nur ein bisschen Glück haben. Aber den findet man schon relativ oft. Naja, sollten wir den finden, wäre das gar... Das ist eine Truhe, die nehmen wir noch mit auf jeden Fall. Die lassen nicht einfach Truhe sein. Ich hoffe, das ist jetzt keine Trap Chest. Nein, da ist wieder ein bisschen was. Und ein Gold sogar. Ist eigentlich ganz geil, so Geld für zwischendurch. Nehmen wir schon mit, nehmen wir mit. Wo ist mein Leuchtstäbchen hin noch? Digga. Das habe ich den letzten noch verbrauchen müssen, den ich extra für euch habe. Naja, ich suche wieder ein bisschen für euch ran. Damit es für euch ein bisschen spannender wird. Aber wobei, nee, weil wir sind auch, glaube ich, schon da fast, oder? Oder ist das einfach eine Höhle unter uns? Oh, nope. Sorry, die Einladung nehme ich nicht an. Die ist zwar für euch ausgeblendet, aber... Ja, ich blende sie euch halt immer aus. Einfach aus privatlichen Gründen. Ich kenne den Typen halt nicht mal selber. Und das ist das Problem oft. Oft ist es so, ich spiele Apex oder irgendein Game online. Und die freuen sich mit mir an. Ne? Dass ich das mache, ist so extrem selten wirklich. Aber naja, wie auch immer. Das ist was anderes. So, also hier ist zwar leider nicht die Hölle unter uns. Deswegen brauche ich uns normal weiter. Hier kommt aber was. Aber das ist auch nicht die Hölle. Ja, wir killen kurz. Unsere Rüstung ist halt auch strong, ne? Also, wir wären schon fast ready. Ich würde sagen, wir könnten mit dem Stuff, was wir haben, sogar den Boss nächsten machen, wenn wir noch Potions haben.
Brauche ich das überhaupt richtig? Ja, okay, cool, perfekt. Ich will nur halt wirklich sicher gehen, dass wir alles haben, was wir haben können, bevor wir einen bestimmten Boss machen. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Ich will nicht viel spoilern für die, die es nicht kennen. Ich denke mal, die meisten von euch. Aua! Der Garten geisiert mich gefühlt. Oh Gott. Nee, aber ich will euch nicht spoilern für die, die kein Terraria kennen. Ich weiß, dass wahrscheinlich über 99% der Leute, die hier zuschauen, schon alles kennen. Aber für den Fall einfach so. Will ich nicht viel sagen. So, wir hätten übrigens spätestens hier sehr viel Obsidian gefunden. Hier seht ihr, was ich meine. Man findet später überall, aber wie gesagt, Lava gibt's hier genug. Wasser wird eher das Problem hier unten sein, aber das nehme ich ja schon seit Stunden von oben mit. Was irgendwie abfuckt auch. Aber okay. So. Und Shelly kommt. Kommt er auch rein? Ja, was denn sonst? Macht er viel? Ja, okay, warte, warte, Digga. Taschen. Warte, was? Tauchuhr? Oh, ich habe eine Bombe geschmissen, ne? Das wollte ich gar nicht. Hey, warte, was haben wir bekommen? Tauchuhr. Zeigt Tiefe an. Das haben wir noch gar nicht. Okay. Vielleicht erinnert euch, wo wir die Uhr hier gecraftet haben, die Kupferuhr. Die hat ja den Vorteil, dass sie uns die Uhrzeit rechts anzeigt. Ja, seht ihr unter meiner Minimap? Und die Taucheruhr zeigt uns die Höhe an. Das seht ihr unter meinem Herzen links neben der Minimap oben. Ja, wenn ich das wegnehme, seht ihr, verschwindet die Höhenanzeige, weil ich es halt nicht mehr direkt im Inventar habe. Das können wir hier lassen, das ist ein Item, was wir für immer im Inventar behalten werden. Oder was ist für immer? Normalerweise Fall für immer, ne? Außer wir finden halt eine bessere Variante, aber die Taucheruhr generell behalten wir für immer. Das ist actually auch nice, weil. Oh, jetzt sind wir noch blind, das seht ihr noch weniger. Na egal, ich sehe es ja sogar noch ganz okay. Aber naja, auf jeden Fall. Warte kurz. Lass mich kurz was überlegen. Die Taucheruhr, die zeigt mir die Höhe an. Ja, damit können wir ja die Höhe beeinstimmen. Was soll ich uns dazu erklären? Es gibt jetzt zwar keine bestimmte Höhe wie in Minecraft, wo man Eisen, Dias oder so irgendwas findet jetzt, ja. Aber ist es halt nice to have sowas. Und man könnte jetzt, wenn man auf der einen Seite der Map ist, was baut und auf der anderen, wenn man bis auf der gleichen Höhe anfängt, sowas wie eine Lore oder so, kann man das hier damit messen. Und wir können, wenn wir woanders dann nochmal einen Tunnel haben wollen, wissen, wie tief die Hölle ist, ne. Ich würde jetzt sagen, bei 3000 kommen wir an. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass wir bei 3000 ungefähr ankommen. Hätte ich jetzt zumindest gesagt. Deswegen, wir sind jetzt gerade bei 2880. Und demnächst auch bei 2900. Oder ja, eigentlich müsste bei 3000 der komplette Boden sein. Ja, den killen wir jetzt so, lassen wir uns einfach Damage. Das geht klar. So, leider schaffen wir heute in dieser Folge, glaube ich, jetzt eher weniger, den Schmelzofen zu machen. Wir schaffen den Gang, aber nicht den Schmelzofen, leider. Das ist schade, weil den hätte ich gern gemacht mit euch heute, aber ich will die Folge auch nicht übelst lang ziehen. Ich werde nämlich jetzt mehrere mittlerweile eh machen. Die letzte ziehe ich immer länger, aber ich will jetzt halt erstmal nicht zu viel machen, sage ich mal. Und ja, mal gucken. Terraria macht mir ja schon Spaß, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich quäl mich hier durch. Es gefällt mir schon. Und es ist auch ein Game, was ich generell sehr cool finde, so, aber. Ja, es ist halt was Generelles, so. Ist, ja, jetzt habt ihr auch keine 50 Tage hintereinander ein Spiel, so. Naja. Ey, Digga, was denn mit meinem Maxim? Also, mein Digga, Doggo. Doro geht aber echt ab. Ich glaube, ich. Ja, ich bin bei dir. Naja, wie auch immer. Wo sind meine Tors? Die habe ich runtergesetzt. Also, hier ist noch ein Haus auf jeden Fall. Können wir die Cobwebs mitnehmen? Junge.
magischer Spiegel und noch ein Eye of Cthulhu, den machen wir dann nächste Folge auch. Ja, ganz im Ernst, hier sowas, weg damit, das brauche ich nicht. Das Geile ist, wir haben Leuchtstäbe, deswegen hier 29 Stück haben wir. Werfen wir eins so. Und dann kann ich wieder ein bisschen Action geben. Aber den Gang mache ich mindestens noch fertig mit euch, ja, dann war es das auch. Ich will den Gang aber noch fertig haben bis unten, damit wir das durch haben, weil ich habe keinen Bock, der nächste Folge nochmal, weil das zieht sich schon seit 2-3 Folgen. Und das ist nicht so geil. So, hier ist Lava, das ist ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Aber wie soll ich das denn bitte verhindern? Ich könnte hier ein Loch bohren. Man fließt zwar raus, aber das bringt mir auch nichts, weil ich es da unten wieder auftreffen werde. Oh, wir haben auch Abbautempo dran gehabt die ganze Zeit. Ja, ich. Okay, das ist zu krass. Das können wir so nicht machen. Folgendes, dann ist hier kurz ein Box-Stop, sag ich mal. Wir müssen dann hier kurz Seite wechseln ein bisschen. Das kann ich nicht ändern. Aber hier kommt auch, oh, hier unten sind wir dann da. Ganz am Ende machen wir hier noch einen Switch. Das werde ich dann noch ausbessern mit euch zusammen irgendwann den Gang, dass es ein gerader ist im besten Fall. Das schauen wir dann aber mal alles. Erstmal gehen wir auf jeden Fall hier runter, damit wir erstmal durch sind. Und das war's dann auch eigentlich. So, da sind noch Rubies, ich weiß, die holen wir uns irgendwann, wenn wir die brauchen, aber gerade brauche ich halt keine Rubies. Und hier sind wir dann auch gleich da. Das ist sie. Das ist die Hölle. Ja, wir erforschen die nächste Folge ein bisschen mehr. Oh mein Gott, da unten ist direkt der Schmelzofen auch. Das machen wir aber alles nächste Folge. Hier sehen wir auch schon ein paar Gegner. Ich will nicht zu viel mit der Hölle zu tun haben. Ich kann euch aber von mir sagen, die ist strong. Die ist sehr schwer, die Hölle an sich. Und ich werde auch hier jetzt die Folge beenden auf diesem kleinen Block. Ich hoffe natürlich, hat diese Folge 3 gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür mehr 3. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.